Das Politbüro des ZK der KPdSU hat gestern auf einer Sitzung den Bericht des Verteidigungsministeriums der UdSSR über die Umstände erörtert, die mit der Verletzung des Luftraums der Sowjetunion durch ein von dem BRD-Bürger Matthias Rust gesteuertes Flugzeug zusammenhängen, meldet TASS. Bei der Erörterung dieser Frage wurde festgestellt, dass das einem Hamburger Aero-Club gehörende Flugzeug beim Anfliegen der Staatsgrenze der UdSSR von Funkmessanlagen der Luftverteidigung geortet wurde. Sowjetische Jagdflugzeuge haben das westdeutsche Flugzeug zweimal umkreist. Zugleich verwies das Politbüro darauf, dass die Führung der Truppen der Luftverteidigung unzulässige Sorglosigkeit und Unentschlossenheit an den Tag gelegt hat, um den Flug des Luftraumverletzers ohne Waffenanwendung zu unterbinden. Diese Tatsache zeugt von ernsten Mängeln in der Organisation des diensthabenden Systems zur Verteidigung des Luftraums des Landes, vom Fehlen der erforderlichen Wachsamkeit und Disziplin sowie von ernsten Versäumnissen in der Führung der Truppen durch das Verteidigungsministerium der UdSSR. Wegen Nachlässigkeit und fehlender Organisiertheit bei der Unterbindung der genannten Verletzung, wegen Fehlens der entsprechenden Kontrolle über das Handeln der Truppen der Luftverteidigung, erachtete es das Politbüro als notwendig, den Oberkommandierenden der Truppen der Luftverteidigung Alexander Koldunow von seiner Funktion zu entbinden. Es wurde ein Beschluss über die Stärkung der Leitung des Verteidigungsministeriums der UdSSR gefasst. In der Urteilsbegründung wurde festgestellt, dass Rust nachweislich langfristig seine Tat geplant und sie vorsätzlich begangen hat. Er habe in abenteuerlicher Weise und mit großer Dreistigkeit, so hieß es, den Flugverkehr gefährdet, die öffentliche Ordnung auf das Gröblichste verletzt und die Rechte und Traditionen der Bürger der UdSSR missachtet. Also Information als Ware und ihr Preis abhängig von Angebot und Nachfrage. Meine Zuschauerinnen und Zuschauer, damit ich nicht missverstanden werde, natürlich hat der Journalist zu recherchieren, verantwortungsbewusst und genau. Er hat zu informieren, so schnell wie möglich, aber doch wohl nicht losgelöst von der Wahrheit. Und nicht auf Kosten des Menschen und der Menschlichkeit, sondern zum Nutzen des Menschen oder, um Herder zu zitieren, zur Beförderung der Humanität.